11 Sekunden, 10 Sekunden brennen wir. Ja, ist doch schön. Machen wir mal Rename Vessel. Pegasus. Einfach nur mal. So, das wird wohl reichen. 91 zu 88 reicht vollkommen. Und unser Raumschiff ist im Orbit. Jetzt bloß nicht. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Nach Duna wollte ich. Was sind das nochmal? Todessatellit, genau. Nach Duna. Da müssen wir 43 Grad. Na, mit dem schaffen wir es sicherlich nicht. Dann erstmal gucken. Duna. Duna Satellit. Oh nein, jetzt habe ich Ike gefokust. Das wollte ich nicht. Nein! Wir wollen kein Gas geben. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Duna Länder 1. Ah ja, wir haben jetzt dahin gefokust. Ah, das war dieser Fail Lander. Und mit dem können wir jetzt endlich richtig gut vorspulen. Und es dauert ein bisschen. Ich will nicht wissen, wie lange es dauert, um nach Ilo zu fliegen. Das wäre ja schon krass, weil ihr seht ja, die Geschwindigkeit beträgt 3000, also 3,1 Kilometer pro Sekunde. Und die von Eve ist 10 Kilometer pro Sekunde. Das ist halt schon ein kleiner Unterschied. Und die noch, ja, von Moho ist noch größer. Und wenn wir hier außen mal hinkommen, landen und wieder zurückfliegen, das wäre mal was. So. Jetzt können wir mal hier hingucken, wieso. Hier auf Duna aussieht. Am Pol. Ziemlich lustig. Die Sonne schwirrt da immer vorbei. Da kann man nicht. Und da sieht man die Rotation. Und wie Ike rotiert. Wie das so wackelt. Oh, aber ich... Nö, noch nix. So. Gleich müsste man haben, wie es so ist. Auf los. Hui, die Moho-Bahn ist ja auch gekrümmt. Alle Bahnen sind gekrümmt. Ein wenig zumindest. So, das bedeutet ungefähr jetzt, wenn Kerbin hier ist und da. So, dann gehen wir zurück ins Space Center.
und gucken mal, was so die Pegasus alles machen kann oder unser Solar Explorer. Auf. Wäre bestimmt toll, einen Crew Report außerhalb Kerbins zu machen. Ich glaube, ich habe ich da Antennen dran? Ja. Okay, in welche Richtung fliegt Kerbin? Die Richtung, also müssen wir fast genau hier brennen. Rauszoomen. Set as target. Und dann mal gucken. Okay, also wir sind noch Target Position. Ah, wir sind ein bisschen zu spät dann. Passiert irgendetwas, wenn ich jetzt hier... Oh ja, wir kollidieren mit dem Mann. Darauf habe ich ja jetzt keine Lust. Ah, so kollidieren wir auch mit dem Mann. Oh, der regt mich wieder auf. Da der ja so scheiße langsam rotiert. Ist das Beste wohl genauso. Okay, dann werden wir es so jetzt machen. Oh, wir sind schon perfekt ausgerichtet. Ist ja super. Dann können wir eigentlich bloß noch vorspulen. Das sind 1500 Brennen, das reicht mit den Atomtriebwerken locker. Aber natürlich nicht jetzt in den Planeten rein, das wäre fatal. Jetzt. So. Unsere Carbonauten begeben sich auf Reisen. So. Bill, wie sieht's eigentlich so aus? Ah, die haben alle dasselbe Gesicht. Also von hier drinnen könnte man ja auch mal eine Mission machen. Nur aus dieser Perspektive. Oh, oh, oh. Nein. Und wir bewegen uns weiterhin fort. Jetzt aber... Hey, das sieht ziemlich geil aus. Ja, der Overheat ein bisschen. Aber guckt euch mal den Verbrauch an. Er ist ja mega.
Ich habe dooferweise irgendwie das Gefühl, dass wir es nicht schaffen werden. Okay, viel zu brennen haben wir ja nicht. Doof nur, dass man hier drinnen nichts hat. Da unten sitzt Jeb. Hier. Spulen wir mal ein wenig vor. Sagt Tschüss zu Corbin. Denn den werden wir in der nächsten Zeit nicht sehen. So, jetzt haben wir außerhalb. Ein schöner Trajectory. Oder wie man das nennt. Ah, also wenn man jetzt mit der Maus so rotiert und die Karte verschiebt, dann... Was hat Duna für eine Höhe? 19 Kilometer. Werde ich mal hier so weit dran gehen. Okay. Dann Manöver löschen. Und wie ist unser Kurs? Der steht gut. Ab geht's nach draußen. Was ist denn das? Ah, das ist die Minmus Base. Den müsste man doch von hier sehen. Da oben sagen wir auch noch Tschüss. Zu dem. Und mal gucken. Oh. So, das war jetzt das Einzige, was jetzt funktionieren würde. Denn vorher kommen wir nicht dorthin. So. Warte, ich hatte doch eben noch zwei. Na, scheiße. Hier hatte man's, oder? Wo war denn das jetzt? Ah, ja. So. Ja. Hier 4 Millionen. Und erstmal warpen. Wir könnten ja mal gucken, was so ein Crew Report hier jetzt bringt. 55 können wir noch abfahren, der bringt uns eigentlich nichts gerade. Weil wenn wir mal zur Sonne hin wollen, ist es eigentlich ganz einfach. Wir fliegen aus dem Kerbensystem raus, ganz nah zur Sonne. Und ja, nach zwei Umdrehungen darin sind wir wieder in Kerbin.
So, da ist Duna. Kurze Frage, könnten wir eigentlich jetzt den Kurs so verändern? Lass mich jetzt mal gucken. Dass wir schneller sind. Nö. Dann müssen wir es doch hier machen. So, wir sind dooferweise genau in die falsche Richtung ausgerichtet. Ist doch doof. Oh, 784 Kilometer. Drei Minuten müssen wir brennen. Ja, das schaffen wir noch. 9 Tage, 8 Tage. Ein paar Stunden. Was glaubt ihr, wenn man nicht warpen könnte? Das wäre ziemlich schlecht. Okay. Dann sind wir mal hier.